Wie krass ist Muay Thai in Thailand wirklich? Wir finden es heute heraus. Die Sache, die ich hier so interessant finde, die Thailänder hier, die sehen so nett aus, ungefährlich aus. Die züchten hier ein paar Vögel, überall sind die Vögeldinge, du siehst sie immer richtig schön gut behandeln und werden immer gefüttert, alles Mögliche. Aber sind absolute Maschinen im Muay Thai. Es ist abnormal, die nehmen dich so auseinander. Es ist richtig witzig. Thank you. Ich bin ready fürs Training. Ich bin absolut ready. Aber du noch nicht am Schwitzen. Du schwitzt jetzt schon? Ja. Was aber nicht am Schwitzen? Nicht so wie beim letzten Mal, das will ich damit sagen. Ja, im letzten Mal. Keine Ahnung. Das sah ich aus, als würde ich gerade aus dem Bad kommen. Das wird heute wieder so sein. Heute ist nochmal wärmer. Also, wir haben uns jetzt fertig aufgewärmt. Und jetzt geht's los. Ja. Alter, jetzt geht's in den Bockring. In den Bockring. Der gute Bockring. Handschuhe haben wir auch schon bekommen. Da kommen wieder die Blutergüsse, ich sehe es jetzt schon. Der nimmt uns heute ziemlich ran, ne? Schauen wir mal. Also heute ist er noch mal ein bisschen härter als letztes Mal. Also so wie es gerade aussah, ich habe es nicht gespürt. Bis jetzt war es entspannt. Also die Schläge am Ende waren hart. Ich habe vor allem beim letzten Mal, als wir unsere Private Session hatten, bin ich so in der Früh aufgewacht, schaute meinen Bauch an, als ob ich jetzt erst auf Blutergüsse habe. Wir können mal ein Bild einblenden. Wir haben Bilder aber gemacht. Leider sieht man es nicht so krass. Aber ich habe es schon zu Nick gesagt, es gibt Unterschiede. Ich hatte zum Beispiel beim zweiten Training war es so, da hatte ich dann so ein kleines Pfeilchen. Das fühle ich gar nicht. Aber irgendwie, wenn ich Blutergüsse oder so am Bauch habe, da finde ich das cool. Also ich weiß nicht, ich finde es cool, wenn man so ein blaues Auge hat oder so. Also ich habe zwar kein blaues Auge, aber meine Nase tut seit ein paar Tagen weh wegen Sparring. Aber jetzt geht's weiter. Ey, da verrenke ich mich. Das ist nur Warm-up, Männer und Damen. Alter. Komplett falsch. Like this. Sau, ihr das gemacht hier. Da hat er mich erwischt. Der will mich komplett auseinandernehmen. Scheiße. Ich bin jetzt nur am Saften. Laurin hinter der Kamera auch. Ich bin gar nicht am Saften. Jetzt kommt das Beste. Oh.
bitte rein. Geil. Oh. Thank you, my friend. So härtet man sich ab. Geile Sache. Kommt vorbei, macht Model, das. You are Model. Model-Karriere for you. Model-Karriere. Model-Karriere for you. You Model? Model? Noch mehr Footwork. More Passion. Ich habe richtigen Krampf. More Footwork. Fängt immer an mit Laufen. Dann dehnt man sich. Dann gibt's Schattenboxen, wie jetzt gerade. Und dann gibt's Padwork, dann Sparring oder Clinching. Oder beides. Geht's weiter. Bisschen, ja. Das ist mein Tomatenmus, das ist ganz normal. Da bin ich in Verteidigung drin. Freunde, erste Runde Padwork. Der Bauch ist schon mal aufgewärmt. Jetzt geht's rein. Ja. Jawohl. Jawohl. Ja. Ich muss gerade sagen, ich weiß nicht, wann ich nichts schon mal schreien gehört habe. Seht ihr das, was der Trainer für einen Spaß hat, dass er uns in den Bauch haut? Er hat ein Grinsen, er hat einen Spaß. Thank you, my friend. Das ist ein Psychopath. Aber Trainer, glaube ich, müssen Psychopathen sein. Geile Sache. Nick, der hat wirklich durchgehend ein Grinsen im Gesicht, wenn er dich schlägt. Der hat ja auch ein Grinsen im Gesicht. Das ist wie beim Personal Trainer, oder? Wenn du die Klienten richtig auseinander nimmst, dann macht es auch Spaß. Nur in unserem Personal Training können wir den nicht in den Bauch hauen. Ja. Sollten wir vielleicht mal einbauen. Wollte ich gerade sagen, vielleicht können wir es mal einbauen. Wie sieht's aus? Fühlst du den Vibe? Yeah. Fühlst du den Vibe? Ich fühle den Vibe, Alter. Das krass hier im Training. Du merkst wirklich, nach jedem Training ein Fortschritt. Es ist abnormal. Wir sind absolut keine Profis. Sieht man ja auch. Aber wenn wir uns mal vergleichen von vor 2 Wochen. Abnormal. Bad more again. I'm 1, 2, I'm 4, I'm 4, I'm able, I'm able, I'm able, I'm able, I'm able, I'm good. Thank you.
Thank you. Scheiße. Wie lange ging das jetzt schon? 5 Minuten? Ja, irgendwie so. Das hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Scheiße. Das ist auf jeden Fall intensiver. Das stimmt. Auf jeden Fall. Spannende Session heute. Ich glaube, ich muss jetzt auch noch mal eine Runde machen. Und dann sind wir eigentlich schon fast durch. Ja, von der Zeit her oder allgemein? Von der Zeit. Der nimmt mich Kopf. Der will mich umbringen. Wir haben übrigens ein Video aufgenommen, wie du es schaffst, deinen Körper Adrenalin auszuschütten, im Kopf aber nicht, damit vollen Fokus zu haben, im Alltag, im Arbeitsalltag, im normalen Alltag, nicht müde zu werden. Das ist ein High-Performer-Trick. Das Video auch auf dem Kanal einmal vorbeischauen. Wir freuen uns, es wird dir weiterhelfen. Ich habe das Ganze während deinem Boxkampf besprochen. Das heißt, wird geil. Kommt noch online, wenn ihr das Video neu anschaut oder ist schon online. Schaut einfach nach. Let's go. Okay. Sauber. Ich weiß schon gar nicht, was ich machen soll. Ich bin ganz matsch in der Birne. Zu viel Schläge von Nick auf den Kopf bekommen. Deswegen, ich bin durch. Wie gesagt, wie schon Nick gesagt hat, wir müssen es unbedingt mitnehmen. Ich war in Deutschland absolut gar kein Boxer. Ich fühle eigentlich Kampfsport so gar nicht. Aber hier ist es echt nochmal eine andere Sache. Und auf jeden Fall eine Erfahrung wert. So, Freunde, ich bin jetzt fertig mit dem Training heute. Man sieht, ich bin sauber am Saften. Es ist wirklich eine Anstrengung hier. Die kennen wir so nicht. Also ich war auch in Deutschland im Boxen. Ich glaube nicht, dass ich da jemals so eine Anstrengung hatte, vor allem aus so Schmerzen, ihr habt es gesehen. Ey, mein kompletter Bauch ist rot. Mit Laurin und ich haben gerade noch Sparring gemacht, ihr habt es gesehen. Ey, er hat mir so oft in die Wade geschlagen, in die linke. Ey, das ballert schon krass rein. Aber es ist echt geil. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt es mit. Und die passen hier wirklich auf einen auf. Die haben nur so hart bei uns zugeschlagen, weil sie wussten, wir finden es einfach nice, abgehärtet zu werden. Und wir haben da Bock drauf. Wenn du hier neu bist und alles, die sind da wirklich ganz locker, ganz einfach. Braucht ihr keine Angst haben. Vor allem preislich vielleicht noch wichtig zu sagen, wir haben jetzt hier für eine Personal Trainer Stunde jeweils 15 Euro gezahlt für eine Stunde. Wenn ihr hier 2 Stunden lang eben Gruppentraining mitmacht, ungefähr so anstrengend wie eine Personal Training Stunde, finde ich, dann zahlt ihr, ich glaube, 10 Euro pro Person, oder? Ja, 400 Watt. 400 Watt? Ich vielleicht selber gerade umrechnen. Ja, genau. Selber mal ausrechnen. Das gibt's dann auch Wochenende. Ja, 1 Euro sind 39 Watt, also knapp 10 Euro. Also, macht es auf jeden Fall mal, ist geil. Nicht vergessen, Video liken, kommentieren, teilen und Kanal abonnieren. Geil, ey, was war eine geile Session. Ich bin hier echt am Saften. Was ist gerade passiert? Der ist gegen meine Brust geflogen. Von ich denke, wo? Was, ja, keine Ahnung. Ist das irgendwie so ein, das vielleicht auf Flügel hat und die gleich auspackt? Ich merke auf einmal so ein Kribbeln auf der Bauchschau so hin, auf einmal springt es so ab und auf den Boden nicht. What the fuck? Ja, vor der Welt ist irgendwie so diese, da laufen noch solche hier rum, das habe ich auf der Brust. Ja, die sind doch süß. Mega süß. Aber ich weiß nicht, ob ich die süß bin, wenn ich die auf der Brust habe. Ja, das stimmt. Genauso wie die Spinnen, oder nicht? Wenn die kleinen sind, die auch süß. Oh, nee. Ob man die jetzt irgendwo drauf sitzen haben will, ist auch die Frage. Ich weiß nicht. Spinnen müssen nicht sein. Ja, Krokodile. Krokodile sind gut. Gehen wir Krokodile streicheln. Gibt es hier Krokodile? Stimmt. Das ist Weitwinkel, oder? Das ist so komisch, wenn die Kamera so nah dran ist. Ich weiß nicht, wie das gerade aussieht, ob das richtig dämlich aussieht. Ob ich gerade schiel, weil ich in die Kamera reinschaue, wenn das so nah ist. Schiel ich da?
Für uns geht's jetzt nach Hause. Für uns ist ja abwärmen gesagt. Abwärmen. Kurzes Update, wir sind zu Hause angekommen. Laurin? Helligkeit ein bisschen runter. Tut jetzt schon alles weh. Und das war beim letzten Mal, hat es nicht so weh getan, da hatte ich schon Blutergüsse. Ich will gar nicht wissen, wie es dann aussieht.